Hallo meine Lieben, in diesem Video zeigen wir euch ein Refill mit unserem Rubber Gel. Zuerst wird die Nagelhaut zurückgeschoben und die Altmodellage abgefräst. Wir kürzen den Nagel auf die gewünschte Länge und entfernen die Nagelhaut von der Nagelplatte. Mit einem Kugelbit-Aufsatz für den Fräser kannst du überstehende Nagelhautreste rund um den Nagel vorsichtig entfernen. Anschließend wird der Nagel noch einmal geglättet und befeilt. So sehen die Nägel nach der Vorbereitung aus. Um die Nägel zu entfeuchten und zu entfetten, benutzt du zuerst Ultra Dry und dieser zieht an der Luft ein. Zur besseren Haftung benutzt du dann Ultra Bond und lässt diesen ebenfalls einwirken. Im Rubber Gel Glitter trägst du eine dünne Fließschicht über den gesamten Nagel auf und modellierst anschließend auch mit dem Rubber Gel Glitter deinen Aufbau. Am einfachsten ist es, das Material von links nach rechts zur Spitze hin zu modellieren und vorne hin dünn auszustreichen. Achte auch darauf, dass die Seitenlinien gut verstärkt sind. Für eine dünne Spitze kannst du auch einen Feinliner nehmen und das Material nach vorne hin ganz dünn ausstreichen. Die Nageloberfläche ist so glatt, dass wir den Nagel nicht mehr befeilen müssen, sondern einfach nur noch mit der Wasserfeile die Nageloberfläche anmattieren. Und so sieht die Modellage ohne Nachfeilen aus. Mit Stamping Lack Schwarz, einem Motiv deiner Wahl und dem Chrompigment Pen Gold arbeiten wir einen Chromstempel. Anschließend arbeitest du auf den Fingern deiner Wahl noch ein paar Linien mit Punkten und reibst dort ebenfalls das Chrompigment Gold ein. Mit Diamond Shine No White Gold und dem Speed Shine Versiegler versiegelst du deine Modellage. Eine dezente, aber edle Modellage mit unserem Rubber Gel und ohne Nachfeilen.